Heute möchte ich euch zeigen, welche Produkte sich bei uns in der Baby-Erstausstattung nicht gelohnt haben. Lasst euch bitte nicht durch die Lichtverhältnisse beirren. Ich sitze hier gerade direkt vorm Fenster und heute ist es etwas bewölkt. Auf jeden Fall möchte ich vorab sagen, nur weil die Produkte oder alles, was ich euch heute zeige, bei uns nicht funktioniert hat, heißt es nicht, dass es bei euch auch nicht funktioniert. Also es ist echt so unterschiedlich. Ich habe mich mit so vielen Mamas von euch schon sowohl hier auf YouTube als auch auf Instagram ausgetauscht und bei dem einen funktioniert das eine, bei dem anderen eben nicht. Ich bin immer ein Fan von Ausprobieren und ja, vielleicht wenn euer Kind so ähnlich ist wie mein Joshua, könnte eventuell dieses Video für euch hilfreich sein. Das erste Produkt, was ich wirklich gar nicht benutzt habe, ist ein Stilltuch, beziehungsweise ich habe mir auch so eine Stillschürze gekauft. Ich werde euch alle Produkte, obwohl ich sie nicht gut finde, nochmal in die Infobox verlinken. Vielleicht findet ihr sie ja trotzdem interessant und ich weiß halt, dass mindestens einer von euch noch irgendwas fragen wird. Deswegen findet ihr, wie gesagt, alles, was ich jetzt erwähne, einmal in der Infobox verlinkt. Ich habe einmal ein Stilltuch, das habe ich beim DM geschenkt bekommen. Damit kam ich aber nicht so gut zurecht. Vielleicht lag es auch an der Handhabung. Also ich hatte irgendwie immer das Gefühl, man sieht dann doch irgendwie was. Ich habe es mit einem Spucktuch versucht. Weiß nicht, vielleicht lag es auch einfach an meiner Erfahrung, dass ich das erste Mal Mama bin, das erste Mal stille, dass ich dann noch so ein bisschen vielleicht schüchterner war und das nicht so gerne wollte. Wenn ich es eben in der Öffentlichkeit gemacht habe, habe ich wirklich darauf geachtet, dass man gar nichts sieht und wenn das Kind dann noch unruhig ist und man selber unsicher und Öffentlichkeit, alles kommt zusammen, dann ist man schon so ein bisschen, sage ich mal, unter Druck und ich kam damit nicht zurecht. Dann habe ich mir eine Stillschürze gekauft, die hatte dann so einen, ja, so ein Bogen drin. Das heißt, man hat sich die quasi wie eine Schürze um den Körper oder um den Kopf gelegt und dann hatte man hier so eine, ja, so einen Bogen eben drin, der das Ganze so gespannt gehalten hat und dann konnte man da eben reingucken. Aber das, was mir aufgefallen ist, das war super praktisch, das hat echt gut funktioniert, aber da drin ist es so stickig und so warm geworden, sodass ich einfach, ja, das Joshua nicht zumuten wollte. Auch ich selbst, wenn ich mit dem Kopf da rein geguckt habe, ob Joshua auch richtig angelegt ist und so weiter und ihn auch so einfach beobachtet habe, hatte ich einfach das Gefühl, dass sich die Wärme richtig da drin angestaut hat und deswegen, ja, habe ich das nicht mehr weiterhin benutzt. Falls ihr eine gute Empfehlung für so eine Stillschürze habt, dann lasst mich das gerne mal wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Die, die ich gekauft habe, die hatte eine mega gute Bewertung und trotzdem fand ich sie nicht gut. Weiter geht's mit dem Stillkissen. Ich weiß nicht, warum ich damit nicht zurechtkam. Also am Anfang fand ich das ganz cool, aber auch nur, weil ich meine Beine darauf ablegen wollte. Das, was mich an diesem Stillkissen gestört hat, war nicht an sich die Tatsache, dass es ein Stillkissen ist. Ich glaube, das ist für eine Mama oder Schwangere auf jeden Fall super, super praktisch. Ich glaube, dass einfach das, womit es gefüllt war, mir nicht gefallen hat, denn mir war das Stillkissen einfach zu hart. Ich wollte, dass es so richtig weich ist und sich meinem Körper anpasst. Da waren zwar so Kügelchen drin, aber das war mir dann trotzdem irgendwie zu hart. Und Joshua hat das auch gar nicht gemocht, wenn ich ihn da zum Beispiel reingelegt habe. Also man kann das Stillkissen, wenn es lang genug ist, quasi wie so ein so zusammenfalten, dann habt ihr quasi die zwei Längen und hier oben den Bogen. Und wenn ihr das dann unten zusammenhält, dann könnt ihr das Kind quasi mit in die Mitte reinlegen und dann ist es da drin so schön gebettet. Aber das hat Joshua gar nicht gefallen. Also ihm war das wohl auch zu hart und für mich hat sich das einfach nicht so gut verteilt. Deswegen war für mich das Stillkissen, was ich hatte, wirklich, ich habe es gar nicht benutzt. Also wie gesagt, nur die ersten Wochen und dann irgendwann mal war mir das einfach zu unbequem und zu blöd. Und auch ich habe dann gemerkt, okay, die ganzen Kügelchen haben sich dann am Kopf gesammelt. Dann war mir das zu hart und das hat sich da nicht so schön verteilt und hat nicht so toll nachgegeben. Deswegen war für mich auf jeden Fall das Stillkissen, was ich hatte, nicht so gut. Auch da, wenn ihr wieder eine Empfehlung habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier bald Mamas zugucken und da bestimmt ja, dankbar sind, wenn ihr da eine Empfehlung habt. Dann habe ich etwas, was ich fürs Baby gar nicht empfehlen kann, was ich zum Beispiel auch nie wieder machen würde, sind solche Overalls, also solche Ganzkörperanzüge, besonders diese Teddy-Dinger, die man bei H&M bekommt. Die sind super, super süß, aber die Kinder, die hassen die Dinger. Also mein Kind. Und in der Umgebung bzw. im Freundes- und Familienkreis weiß ich einfach, dass so viele Kinder das einfach nicht gemocht haben. Bis ich den da reingekriegt habe, die Beine und die Arme rein und alles drum und dran, das war einfach immer so ein Krampf. Ich bin ein Fan, wenn man das Kind halt einfach irgendwo reinlegt, dann macht man irgendwie den Reißverschluss zu oder macht so eine Einschlagdecke oder sowas. Das ist einfach für Mutter und Kind viel, viel angenehmer. Also ich weiß,
dass ich jedes Mal, wenn wir irgendwo zu Besuch waren und ich dann Joshua in diesen Teddyanzug gesteckt habe, der immer gebrüllt hat, weil es erstens zu warm war, zweitens, weil es mega aufwendig war. Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch an meiner Unerfahrenheit, aber die Dinger kaufe ich auf jeden Fall für Baby Nummer 2 nicht mehr. Und dann wieder ein ganz großes Thema, was ich auch schon des Öfteren empfohlen habe, und zwar: Ich weiß, dass man als Mama oder als werdende Mama, besonders wenn man das erste Mal Mama wird, einen Nestbautrieb hat. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Man möchte einfach auf alles vorbereitet sein. So war es auch bei mir. Ich wusste zum Beispiel nicht, ob das mit dem Stillen klappt. Deshalb habe ich Schnullis von verschiedenen Marken gekauft. Ich habe Stillhütchen gekauft. Ich habe Kompressen für die Brüste gekauft. Ich habe so viel Zeug gekauft, obwohl ich gar nicht wusste, ob ich mein Kind stillen werde oder kann oder ob ich das Fläschchen geben werde. Da würde ich wirklich abwarten. Also eine Sache kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte stillen, aber ihr wisst jetzt zum Beispiel nicht, ob das klappen wird oder nicht oder ob ihr vielleicht nicht genug Milch habt oder so, dann vorab einfach ein Fläschchen da haben oder auch zwei und einfach Nahrung, damit sie zu Hause ist, damit ihr euch einfach sicherer fühlt. Es kann ja sein, dass ihr vielleicht nicht genug Milch produziert und das Kind nicht satt wird und dann ist es irgendwie abends um 11 und dann kriegt ihr die Panik überhaupt. Also ich habe die Pränahrung nicht gebraucht, aber es war ein gutes Gefühl, dass wenn was ist, dass man was zu Hause da hat. Natürlich heißt es auch nicht, dass das Kind sofort diese Pränahrung trinken wird, aber es ist halt einfach ein besseres Gefühl. Wenn ihr aber von Anfang an sagt, okay, ich möchte nicht stillen, sondern Fläschchen geben, dann ist das klar, müsst ihr die ganzen Sachen natürlich daheim haben. Was ich euch nur damit sagen will, ist einfach, wartet erstmal, bis das Kind wirklich da ist, denn das stört mich halt einfach, dass ich alle Packungen alles aufgerissen habe, auch die Schnullis aufgerissen habe, alles ausgekocht habe, damit ich wirklich auf jede Situation vorbereitet bin, aber eigentlich kann man immer noch sich auf alles vorbereiten, auch wenn das Kind da ist. Also das heißt ja nicht, dass die Welt auf einmal stehen bleibt, sondern man kann immer noch online bestellen, man kann immer noch zum DM fahren, man kann immer noch den Mann, die Mama, die Freundin schicken, die eben den Einkauf für einen erledigen. Also bei mir war das im Kopf echt so, dass ich gedacht habe, oh Gott, was mache ich, wenn mein Kind das und das will, ne? Also versucht einfach grundsätzlich erstmal alles so minimalistisch wie möglich zu halten, weil ihr werdet euch wirklich darüber ärgern, wenn ihr bestimmte Produkte kauft und Geld aus dem Fenster schmeißt und es am Ende einfach nicht benutzt. Also bei mir war das jedenfalls so und deswegen möchte ich euch einfach davor bewahren. Dann kommen wir zum Thema Fieberthermometer. Also wir haben eins gekauft, was man an die Stirn hält und ins Ohr stecken kann, aber das ist einfach völliger Schwachsinn. Also das Ding hat überhaupt nicht funktioniert, beziehungsweise es hat schon funktioniert, aber es hat, wenn man an der gleichen Stelle das Ding dran gehalten hat, hat es 10-mal ein unterschiedliches Ergebnis angegeben und das war auch krass, also von 36,2 bis hin zu 39,5 oder sowas, und das ist mir dann einfach zu ungenau. Besonders wenn man das erste Mal Mama wird, dann kann man das so schwer einschätzen, ob das Kind jetzt Fieber hat oder nicht Fieber hat. Man kann zwar mit den Lippen, also den Tipp habe ich von meiner Mutter, man fühlt mit den Lippen, ob das Kind wirklich Fieber hat oder nicht, und das stimmt wirklich. Also mit der Hand ist es immer sehr ungenau, aber mit den Lippen habe ich immer gemerkt, ob er Fieber hat oder nicht. Auf jeden Fall kann ich euch das Teil gar nicht empfehlen. Ich meine, es gibt eins von Braun, was ihr mir empfohlen habt. Ihr könnt dieses Fieberthermometer von Braun natürlich ausprobieren, aber dazu kann ich einfach nichts sagen, weil wir das nicht ausgetestet haben. Also, wenn ihr natürlich Lust habt, könnt ihr das gerne machen. Aber wir haben mit solchen Dingern auf jeden Fall schlechte Erfahrungen gemacht. Dann ein Badewannennetz, was ich für Joshua gekauft habe, was wir nicht ein einziges Mal benutzt haben. Das ist einfach so traurig. Ich habe das zwar immer noch, vielleicht verwenden wir das fürs zweite Kind. Ich kann mir gut vorstellen, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, also wenn die Babys wirklich schon so das Köpfchen halten können und schon einfach stabiler sind, dann könnte das was sein. Aber wenn die halt noch so klein sind, dann glaube ich, ist es nichts. Dann habe ich hier noch drei Produkte, die, sage ich mal, nicht gut, aber auch nicht schlecht sind. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sie gut finde, weil ich erstmal abwarten möchte, ob ich damit vielleicht mit Kind Nummer 2 besser zurechtkomme. Und zwar einmal so eine Wippe, die das Kind in den Schlaf wiegt. Am Anfang fand mir die eigentlich ganz gut, denn Joshua hat da drin eigentlich ganz gerne geschlafen, aber
Das ist halt Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite schläft das Kind da drin, ja, also es bewegt sich halt dann die ganze Zeit. Man kann das Kind da drin auch einfach mal ablegen oder so. Aber das Kind gewöhnt sich sehr, sehr, sehr schnell daran, nur noch da drin zu schlafen. Das heißt, wenn ihr das Kind dann mal so hinlegt, dann schläft es halt einfach nicht ein, sondern kann nur noch in dieser Wippe einschlafen. Also ich denke, für hin und wieder mal ist es eigentlich ganz gut, aber ich denke, beim zweiten Kind werden wir das auf jeden Fall nicht mehr benutzen. Ich denke, wir werden das Teil auch jetzt einfach mal verkaufen. Wir haben das wirklich nur ein paar Mal benutzt. Wir haben das auch relativ spät gekauft, weil wir einfach so verzweifelt waren, was Joshuas Schlaf anging. Also er hat von Anfang an immer sehr, sehr schlecht geschlafen und sehr wenig geschlafen. Und das ist auch bis heute noch so, beziehungsweise seit kurzem haben wir eine Schlafberatung und seitdem wird der Schlaf von Tag zu Tag wirklich besser. Aber dazu mache ich auf jeden Fall nochmal ein separates Video, weil ich merke, dass das Thema wirklich sehr, sehr viele von euch interessieren. Wer aber nicht abwarten kann, der kann mir sehr gerne auf Instagram folgen. Da werde ich demnächst ein bisschen mehr darüber erzählen. Wahrscheinlich habe ich schon darüber erzählt. Ich weiß nämlich nicht, wann dieses Video online kommt. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir da sehr gerne folgen. Dann habe ich hier eine Nackenstütze, die fand ich anfangs auch richtig, richtig gut, aber Joshua hat sie einfach nicht gemocht. Also Joshua hat sie einfach partout nicht gefallen und an sich ist das auch eine gute Idee. Die kann man zum Beispiel in die Babyschale legen, also im Auto. Dann hat das Kind einfach viel mehr Halt. Oder man kann es auch, wie ich es gemacht habe, in diese Wippe legen, von der ich gerade erzählt habe. Da hat das Kind halt auch richtig guten Halt. Da hängt der Kopf halt einfach nicht so runter. Besonders wenn die Kinder ganz klein sind, ist es eigentlich eine gute Sache. Aber Joshua hat das Ding einfach nicht gemocht, deswegen haben wir es halt einfach nicht benutzt. Ich weiß natürlich nicht, wie es dann mit dem zweiten Kind sein wird. Vielleicht wird es das zweite Kind gar nicht stören oder es wird es sogar mögen. Aber wir haben es halt einfach nicht benutzt. Fertig. So, ihr Lieben, und das war's dann auch schon. Falls ihr noch Ergänzungen habt, dann schreibt sie mir sehr gerne in die Kommentare. Ich bin mir sicher, dass werdende Mamis sich das alles durchlesen werden und bestimmt für jeden Tipp dankbar sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.